Hallo zusammen, wir sind hier gerade am Stand von Marpal und neben mir steht der Herr Winter und wir würden gerne auf ein paar Fokusthemen, nämlich vor allem den Bereich Aluminium eingehen und ich würde die Frage direkt mal an Sie richten, Herr Winter. Warum ist Aluminium gerade ein Fokusthema hier bei Marpal? Ja, willkommen hier bei uns auf dem Marpal-Stand. Unser Fokusthema ist Aluminiumbearbeitung, wo wir schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, sehr gute Lösungen für die verschiedensten Branchen, sicherlich mit einem Fokus auf der Automobilindustrie, aber auch in der Luftfahrt und anderen Branchen, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden und ihre Bedürfnisse anbieten können. Und das wollen wir hier eigentlich auch an diesem Display zeigen, dass wir auf der einen Seite Fräsbearbeitungen, auf der anderen Seite Bohrbearbeitungen mit unserer Engineering-Kompetenz dann zu maßgeschneiderten Lösungen zusammenbauen, wollen wir sagen, oder in dem Engineering einfach die Auswahl für den Kunden treffen, um seinen Bedürfnissen die optimale Lösung bieten zu können. Und Sie würden sagen, dass Marpal sich vor allem in dem Bereich nochmal von der Konkurrenz insofern abhebt, weil ihr da besondere Lösungen für die vor allem weiche Bearbeitung von weichen Stoffen wie Aluminium zum Beispiel konzipiert habt, richtig? Es ist auch so, dass man vom Werkstoff ausgehend die Aluminiumsorten, Aluminium hörst du ja erstmal nach einem Werkstoff an, aber es gibt verschiedenste Sorten, sehr weiche Sorten, die zum Beispiel im Flugzeugbau, also wenn wir hier oben so ein Exponat haben, so Strukturbauteile, wo es Volumenfräsen ankommt und bis hin zu den verschiedenen Gusssorten, wo Siliziumanteile höher und niedriger sein können, also in Druckgussbauteilen, hauptsächlich in der Massenfertigung, braucht man verschiedene Werkzeuglösungen. Mhm. Und es ist auch so, dass PKD-Werkzeuge zum Beispiel, wo wir sehr bekannt sind, auch für eine sehr gute Lösung, aber nicht das einzige, um ein breites Portfolio zu haben. Also die Kombination aus PKD, Vollhartmetallwerkzeugen, als auch Wendeplattenwerkzeugen gibt das optimale Portfolio, um die Kundenbedürfnisse sehr gut bedienen zu können. Und somit die ganze Bandbreite eigentlich abbilden zu können wahrscheinlich. Genau, das, was einfach der Kunde braucht, weil es ist nicht genug, nur PKD-Werkzeuge zum Beispiel im Portfolio zu haben. Und das spiegelt sich dann auch wieder, weil unser Stand ist so gegliedert, dass wir hier unser Fokusthema Aluminium haben. Und in dem anderen Bereich genau diese maßgeschneiderten Lösungen für die verschiedenen Branchen zeigen und dort auch immer wieder darauf hinweisen mit einem kleinen Symbol, unserem Aluminiumwürfel, sage ich mal, für diese AMB. Was wir uns auch gleich mal angucken. und da dann diese Zusammenstellungen zeigen für die verschiedenen Branchen. Unsere Fokusbranchen sind Aerospace, Automotive, Die in Mold und dann, wir nennen es General Machining, aber dort insbesondere Fluidtechnologie, also alles, was Hydraulik, Pneumatik und andere Dinge dort betrifft. Ja, mega. Also ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick und ich ganz viel Erfolg hier heute auf der Messe und ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Herr Winter, vielen Dank. Danke auch.